Guten Tag, ich bin Diana Hitzke, ich bin vom Zentrum für Medien und Interaktivität an der JLU Gießen und ich begrüße alle ganz recht herzlich zum Eröffnungsvortrag in unserer Social Media Workshop-Reihe zu Twitter, Bloggen und Instagram in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Diese Reihe hat sich ergeben als eine Kooperation zwischen vier verschiedenen Institutionen. Unser auswärtiger Partner ist das DHI Paris. Mareike König wird gleich den Eröffnungsvortrag halten. Ich werde sie auch gleich noch kurz vorstellen. Also ich bin vom Zentrum für Medien und Interaktivität. Wir haben Kerstin Lundström vom GGS. Magst du vielleicht kurz? Genau. Ja, diese wunderbare Reihe, die sich jetzt als sehr beliebt herausgestellt hat, war eine tolle Idee seitens Diana Hitzke des ZMI. Glücklicherweise durften wir mitmachen und ich freue mich sehr, dass so viele heute da sind. Ich komme vom GGS, Graduiertenzentrum für die für Sozialwirtschafts- und Rechtswissenschaften, so dass wir diesen Schwenk auch noch gemacht haben und freue mich sehr, Frau König, dass Sie heute da sind, quasi hier. Das macht es ja manchmal ein wenig einfacher mit dem Digitalen. Und ja, ich habe auch meine Social Media Botschafterin entsendet, dass uns das nicht ja, durch die Lappen geht, aber ich werde mich gleich wieder verabschieden. Trotz alledem möchte ich allen danken für die Zusammenarbeit hier. Genau. Ja, danke dir auch für die Organisation. Ja, und Benjamin Röhrs vom GCSE und für das GGK auch da. Ja, genau. Ich bin hier wissenschaftlicher Mitarbeiter am GCSE, an der JLU auch. Das GCSE ist das international ausgerichtete Graduiertenzentrum und das ist wiederum Teil des größeren Gießener Graduiertenzentrums Kulturwissenschaften, kurz GGK. Ich freue mich auch ganz doll und mir ist heute nochmal eingefallen, dass diese Veranstaltung ja auch quasi auf Social Media begonnen hat, nämlich auf Twitter ganz spontan hat sich das zusammengesetzt und ich finde, das ist eigentlich eine ganz schöne Klammer und ich bin sehr gespannt, was jetzt heute passiert. Vielen Dank. Ja, danke dir auch für die Vorstellung. Würde jetzt vielleicht ganz gerne noch zwei organisatorische Kommentare voranschicken und dann weiter mit der Vorstellung der Referentin machen. Es ist so, dass wir die Veranstaltung aufzeichnen. Bei der Aufzeichnung werden aber eben nur die vier DiskussionsteilnehmerInnen, also die Sie jetzt sehen können, zu sehen sein. Also die Teilnehmerliste und die Teilnehmenden werden darin nicht angezeigt. Also da müssen Sie keine Angst haben, dass das jetzt hier aufgezeichnet wird. Das wird nur sozusagen, also das, was Frau König und wir hier vortragen, wird aufgezeichnet. Und im Anschluss an den Vortrag, die Diskussion, da werden wir auch vorher die Aufzeichnung stoppen. Also nur der Vortrag wird aufgezeichnet, die Diskussion wird nicht mehr aufgezeichnet. Im Anschluss an den Vortrag können Fragen gestellt werden und Sie dürfen gerne auch Kommentare in den Chat schreiben. Also wir würden darum bitten, den Chat dafür zu nutzen. Also es gibt unten zwei Fenster, einmal Chat, einmal Fragen und Antworten. Also einfach, damit wir den Überblick bewahren können, wäre der Chat sozusagen unsere präferierte Wahl. Und es wäre schön, wenn Sie Frage oder Kommentar vielleicht auch sozusagen vorher hinschreiben, damit wir wissen, ob Sie einfach nur eine Anmerkung haben oder ob Sie fragen möchten. Und im Anschluss, je nachdem, wie viel Zeit bleiben wird, können wir eventuell Sie auch zum Diskussionsteilnehmer dann hochstufen. Das werden wir dann einfach spontan schauen. Ja, also ich begrüße dann nochmal Mareike König. Sie ist stellvertretende Direktorin des DHI Paris. Sie ist Abteilungsleiterin Digital Humanities und Leiterin der Bibliothek. Und ich würde noch ganz kurz drei Ihrer Forschungsschwerpunkte nennen. Für unser Thema hier ganz wichtig, die digitale Transformation der Geschichtswissenschaft, aber auch die Wissenschaftskommunikation in den sozialen Medien gehört zu Ihren Schwerpunkten. Und als Historikerin beschäftigt sie sich auch mit der deutsch-französischen Geschichte. Also das als ganz kurze Einführung. Und jetzt würde ich auch Frau König direkt das Wort überlassen.
Ja, vielen Dank, liebe Frau Hitzke, für die Vorstellung und vielen Dank auch an Sie, Herr Röhrs, für die Organisation dieses Events heute. Sie haben es gesagt, es ist eigentlich auf Twitter erstanden. Ich hatte getwittert, dass ich einen Workshop gemacht habe, irgendwo anders, und Herr Röhrs hat es dann sofort aufgegriffen, und so kommt das zustande, dass wir nun hier alle sitzen und diesen Workshop machen können, trotz Corona, dann eben online. Und das ist jetzt der einleitende Vortrag. Es ist eine Workshop-Reihe, der ist öffentlich. Und dann im Anschluss gibt es einen Twitter-Workshop und morgen dann einen Workshop zum Wissenschaftsbloggen und zu Instagram. Die sind alle ausgebucht. Also das war doch sehr, eigentlich auch ein bisschen überraschend, dass das so beliebt war, und sagt vielleicht auch viel aus über die momentane Situation und die Hinwendung auch zu digitalen Medien, die ganz eindeutig auch was mit der Corona-Situation zu tun hat. So, ich habe jetzt hier mir mal ein paar Sachen überlegt, arbeite heute mal mit OBS Studio, sodass ich nicht meinen Bildschirm teile, sondern einfach zwischen verschiedenen Kameraszenen quasi hin und her schalte, sodass das für Sie eigentlich relativ nahtlos gehen sollte. Ich fange an mit diesem Tweet von Marco Demantowski, den ich sehr schön finde, einen sehr guten Einstieg finde, weil er ganz exemplarisch eigentlich zeigt, warum Forschende soziale Medien, hier in diesem Fall Twitter, nutzen. Einmal eben, so, jetzt muss man gucken, ob das klappt, ja, um der Einsamkeit zu entkommen. Also, weil man eben früher ansonsten einsam in den Stuben herumhockte und vor sich hin brütete. Zum Zweiten, um eben die Leserschaft zu verbreitern, also nicht nur für 2 bis 3 Leserinnen zu schreiben. Das Dritte, private, geistige Arbeit nicht so stark zu trennen. Das ist sehr interessant, weil das oftmals eigentlich ein Vorwurf ist, den man den sozialen Medien macht, dass sie eben dieses private und wissenschaftliche Leben aufheben. Hier ist es als Vorteil quasi definiert. Und dann, ja, Leute, Personen kennenlernen, und woraus eben auch Freundschaften entstehen können. Huch, das war jetzt vielleicht ein bisschen schnell. Hier nochmal also dieser Tweet. Dann eine kurze Übersicht, also was sie heute erwartet, was wir jetzt im Laufe der nächsten ungefähr, ja, 20 Minuten, eine halbe Stunde machen. Dann haben wir auch ausführlich Zeit für die Diskussion. So ist zumindest eben die Idee. Sie werden auch selber ein bisschen aktiv werden. Immer wenn Kurzumfrage steht, werde ich Sie fragen. Mal gucken, ich hoffe, das klappt, so ein paar technische Sachen. Das ist ja auch immer ein gewisses Risiko, aber genau, fun, so wollen wir das mal versuchen. Also das war jetzt eine sehr persönliche Wertung, ne, die Sie da gesehen haben von Marco Demantowski. Aber ich glaube, das ist deswegen wichtig, weil Wissenschaftskommunikation in den sozialen Medien auch immer etwas sehr Persönliches ist. Also es gibt 100 Gründe, warum sich Forschende dort engagieren, und es gibt eben auch genauso 100 Gründe, warum andere Forschenden das nicht tun. Und darauf kommen wir auch dann nochmal zurück. Hier haben Sie das über die Hauptgründe für die Nutzung und Gründe für die Nichtnutzung. Das Ganze, die ganze Entwicklung reiht sich natürlich ein in den größeren Kontext der Digitalisierung, also Computer und Internet zuallererst, die Art und Weise radikal verändert haben, wie Forschende publizieren, kommunizieren und auch zusammenarbeiten. Und das ja eben nicht erst seit den sozialen Medien, sondern eigentlich schon viel länger. Also seit den 1990er Jahren eigentlich sind Forschende in der Lage, über Zeitzonen und verschiedenen Orten hinweg gemeinsam an Text, an Bild, an Audio-Videodateien zu arbeiten oder an Code zu arbeiten, was eine erhebliche intellektuelle Bereicherung eigentlich für die eigenen Wissenschaftswelt darstellt. Im Bereich Wissenschaftskommunikation sind die wichtigsten Entwicklungen natürlich eben dann Anfang der 2000er Jahre mit Blogs, mit Microblogging, mit Netzwerken wie Facebook, Academia, Edu oder ResearchGate und andere. Zentral ist dabei, dass die Kommunikation eben mobil geworden ist, allgegenwärtig, auch natürlich durch die mobilen Endgeräte, durch Speichermöglichkeiten in der Cloud. Quantität hat sich unglaublich erhöht, aber auch die Geschwindigkeit ist exponentiell angestiegen und tut das auch weiterhin. Und man braucht einfach wirksame Filter und Bewertungsmechanismen, weil man ansonsten im World Wide Web ganz schnell verloren ist. In der Folge dieser jetzt nur ganz grob skizzierten Änderung hat sich eben auch das wissenschaftliche Kommunikationsökosystem, also die Räume, in denen Wissenschaftlerinnen kommunizieren, sich dramatisch und stark verändert. Alles ist einfach, es ist weiter geworden, es ist schneller geworden, es ist interaktiv, es ist
dialogisch, es ist multimodal, es ist dynamisch und auch zunehmend vernetzt. Durch dieses Sichtbarwerden von verschiedenen Perspektiven und vor allem auch die Kreativität, die sich zeigt in den sozialen Medien, wird Forschung auch lebendiger und offener und transparenter, zumal die Öffentlichkeit auch in vielen Fällen jetzt Zugang hat zu den Forschungsergebnissen und auch zu den Forschenden selber, weil sie theoretisch also relativ leicht mit denjenigen, jedenfalls die in sozialen Medien sind, auch Kontakt aufnehmen können. Aber es gibt eben auch Kehrseiten. Denn trotz, also das, was man am Anfang dachte, ist ein hohes Potenzial für Demokratisierung, für Transparenz, für Partizipation, gibt es doch eben auch andere fundamentale Wandlungen und die Revolution, die man sich erhofft hat, ist eigentlich ausgeblieben. Also Reputation, Karrierewege in den Geisteswissenschaften vor allem sind nach wie vor mit traditionellen Kommunikations- und Publikationskanälen verbunden. Ne? Stichwort kennen Sie alle, der Goldstandard der gedruckten Monographie, der eben für eine Karriere nach wie vor unerlässlich ist. Insofern ist das für viele auch dieses Engagement in den sozialen Medien einfach wenig interessant und eher gebremst. Zugleich sind auch mittlerweile alte Strukturen und Hierarchien in den sozialen Medien wiedergekehrt. Also es gibt Untersuchungen, denen zufolge Professorinnen und auch nur Professorinnen folgen und nicht etwa Promovierenden oder Studierenden. Es gibt Filteralgorithmen und Online-Verhalten, die dann eben geschlossene Filterbubbles hervorbringen oder Echokammern, wie man so schön sagt, deren Existenz allerdings in der Forschung zum Teil auch wiederum bezweifelt wird. Und die Sichtbarkeit der Pluralität in der Wissenschaft, das haben wir jetzt in den letzten Monaten sehr stark erlebt, führt auch zugleich zu einem Vertrauensverlust in der Öffentlichkeit. In meinem Vortrag heute, und das haben Sie schon gemerkt, also geht es eben um dieses sehr diverse Feld der sozialen Medien und das ich auch durchaus kritisch betrachten möchte. Also hier soll nicht das Hohelied der sozialen Medien gesungen werden, sondern ich denke, es ist eben wichtig, dass man die besonderen Merkmale der sozialen Medien eben auch kennt und wo im Prozess des wissenschaftlichen Arbeitens sie zum Einsatz kommen können. Man muss über die Gründe und die nicht und die um die ja nicht Gründe der Nichtnutzung sprechen, sozusagen als Input für Sie, die Sie eine eigene Strategie sich überlegen wollen, mit welchem Medium Sie sich engagieren wollen und auf welche Weise Sie sich engagieren wollen. Also das ist sozusagen der Rat. Sie machen das ja gerade, sind in diesem Workshop, dass Sie sich damit zuerst mal auseinandersetzen. Und es gibt auch einen unausgesprochenen kulturellen Code für die Nutzung. Das sind nicht nur technische Kenntnisse, die Sie brauchen, sprachliche Kenntnisse. Es gibt auch eine informelle Kultur, es gibt einen speziellen Humor, es gibt bestimmte Gepflogenheiten. Und vieles daran ist individuell und das ist auch gut so und soll auch so bleiben. Also es soll auch nicht irgendwie 100 geklonte gleiche Profile geben. Das wird das aber wahrscheinlich auch oder mit Sicherheit nicht. Also es ist auf jeden Fall richtig, sich vorab mit dem damit zu beschäftigen und dann einen individuellen Weg zu wählen in den sozialen Medien. So, und jetzt wollen wir mal starten, damit ich erstmal überhaupt weiß, wer hier eigentlich sitzt und was Sie überhaupt so nutzen. Komm, versuchen wir jetzt mal unseren ersten Test, und zwar die Umfrage. Jetzt schreibe ich hier an alle Teilnehmer einen Link. Ich hoffe, der ist bei Ihnen angekommen. Und würde Sie bitten, da drauf zu klicken. Nein, nichts angekommen. Ich habe das in den Chat gepackt. Frau Hitz geschüttelt den Kopf. Leider noch Ich nicht. habe auch nichts bekommen. Aha. Also das ist der Link. Jetzt sehen Sie den auf der Folie, aber das ist natürlich unpraktisch. Kopiere ihn da nochmal rein. Die Teilnehmenden schreiben gerade, dass sie ihn bekommen haben. Ah, wunderbar. Ah, okay. Das stimmt. Die Teilnehmenden haben ihn. Und jetzt, wenn ich alle Diskussionsteilnehmer, dann sind Sie beide auch noch mit Aha, dabei. da ist er. Okay. Danke. Genau, also, ach so, Moment, ich muss natürlich erst starten, die Umfrage. Also, Moment, also der erste Versuch. So, jetzt ist gestartet. Wenn Sie jetzt aufrufen müsste, die erste Frage erscheint nämlich, in welchem Jahr sind Sie geboren? Einfach nur das Geburtsjahr eingeben, damit wir erstmal wissen, was für eine Generation sitzt hier eigentlich. Wen haben wir denn hier vor uns bei den 107 Teilnehmer und Teilnehmerinnen? Einfach abstimmen.
Genau, ich warte noch einen Moment. Für alle mit Smartphone, die jetzt mit Smartphone zugucken, ist das wahrscheinlich schwierig, aber diejenigen, die mit einem Rechner da sind, würde ich bitten zu antworten. So, dann schließen wir diesen Teil. Ah ja, so, und jetzt zeige ich Ihnen natürlich auch das Ergebnis, und zwar hier mit Browser. Zack. Das ist unser Ergebnis, also als Word Cloud dargestellt. 1990, ja, scheinen viele da zu sein. Hat gerade noch jemand abgestimmt? 1993, 94, bei 100 Teilnehmenden. Okay, alles klar. Das sind also ein bisschen jünger als die Millennials. Ne? Ich weiß gar nicht mehr genau, ab wann man eigentlich die Millennials zählt. Gut, dann kommen wir zurück und es kommt die nächste Frage. Und ja, frage ich, welche sozialen Medien Sie aktiv nutzen. Und zwar erstmal überhaupt aktiv. Nicht, ob das wissenschaftlich nicht ist, spielt keine Rolle. Das ist der gleiche Link. Wenn Sie den noch aufhaben, dann sonst einfach nochmal aktivieren. Da müsste jetzt die Umfrage für Sie da sein. Also welche, Sie können mehrfach auswählen, ne? Welche dieser sozialen Medien, die ich mir hier mal so ausgesucht habe, welche davon nutzen Sie aktiv? Funktioniert alles, Herr Röhrs? Okay, danke. Super, gut, dann wählen Sie mal aus. Dann sehen wir mal, was unsere ungefähr 1993, 94 Geborenen in unserer wunderschönen Querschnittsreihe, die wir hier haben, so also benutzen. Die Umfrage läuft immer eine Minute. Jetzt haben Sie noch 10 Sekunden zum Abstimmen. Und dann ist aus. Jetzt. Genau. Und die Ergebnisse sehen so aus. Ah ja, das ist ja interessant. Moment, also ich rede schon, Sie sehen es noch nicht. Browser. Voilà. Das ist das Ergebnis. Also YouTube ist oben. Das finde ich interessant. Also Instagram hatte ich mir gedacht. Ich habe neulich die Umfrage mal in einem Twitter-Seminar gemacht und da war auch Instagram weit vorne. Und YouTube fehlte, und das haben die mir dann gesagt, das soll ich mit aufnehmen, und das war gut, denn sie nutzen YouTube. Ja, okay, Facebook ist immer noch fast 50%. Snapchat, TikTok eher wenig. Okay, gut. Ja, vielen Dank, das ist total spannend. Dann machen wir weiter. Jetzt kommt noch eine Frage. Und zwar, diesmal würde ich gerne wissen, welche sozialen Medien Sie wissenschaftlich nutzen. Ah, ihr Mist, jetzt habe ich, da habe ich, glaube ich, jetzt YouTube als Auswahl vergessen. Na, dann ist es nicht vergleichbar. Aber egal, wir machen das jetzt trotzdem. Also nochmal die gleiche Frage, nur jetzt eben wirklich wissenschaftlich. Nicht private Nutzung, sondern wissenschaftlich. Also dass YouTube fehlt, ärgert mich, weil das wäre schon schön gewesen. Auch von der Vergleichbarkeit her, aber gut. Nobody's perfect. So, Abstimmung läuft, ist der gleiche Link. Sie können dann, wenn Sie ganz viel andere anklicken, dann zähle ich das für als YouTube-Voting. Nee, geht natürlich nicht. Also zum Auswerten hinterher muss ich mir was einfallen lassen. Gut, auch hier, na, Sie können mehrere Sachen ankreuzen. 7 Sekunden bleiben noch. Wird runtergezählt. So, das können Sie eigentlich auch mal sehen. Browser. Ja, hier wird runtergezählt, genau. Und das ist das Ergebnis. Wissenschaftliche Nutzung, ah ja, ist tatsächlich anders. Ne? Da ist also Twitter jetzt ganz oben. Instagram ist auch bei 25%. Snapchat quasi nicht. TikTok auch nur noch weniger, aber existiert zumindest. Ja, andere, das sind jetzt vielleicht meine YouTuber, das tut mir wirklich leid. Aber es ist auf jeden Fall interessant, dass Twitter als wissenschaftliches Tool oben rankt bei Ihnen. Das ist, glaube ich, auch, ja, das ist, also in dieser Größe mit 107 Leuten habe ich das noch nie durchgeführt, aber ich werde das jetzt weiter beobachten, wie sich das entwickelt. Also vielen Dank fürs Mitmachen. Kommt gleich noch eine Umfrage. Wir machen jetzt aber erstmal weiter, nämlich mit der Frage, natürlich, was sind überhaupt soziale Medien als für Definition und die Merkmale. Also vorneweg, eine einheitliche Definition gibt es nicht. Das Feld ist auch hochdynamisch.
und Tools, umfasst verschiedene Tools, verschiedene Plattformen, die werden auch ständig weiterentwickelt. Sie haben hier rechts eine Abbildung mit Tools und Anwendungen, die können Sie nicht lesen. Das ist auch nicht schlimm, das ist hier eigentlich nur zur Illustration da, um zu zeigen, was für eine Masse an sozialen Medien es eben mittlerweile gibt. Und das ist halt meistens der Oberbegriff für sehr unterschiedliche Medien, denen eines oder denen drei Sachen gemeinsam sind. Und das ist die Definition hier auf der linken Seite von Ihnen aus, vielleicht jetzt rechte Seite. Das sind nämlich Services, wo die Userinnen und User selber die Inhalte kreieren, ne, dieser berühmte User-Generated Content. Und sie können diese Inhalte mit anderen Nutzerinnen und Nutzern teilen und auch sowohl mit den Inhalten als auch mit den anderen Nutzerinnen und Nutzern interagieren. Das sind diese drei Bereiche, ne? Also selber Inhalte generieren, teilen und interagieren. Zumeist unterscheidet man in der Forschung, über die es übrigens sehr viel gibt, auch wenn das noch ein neueres Thema ist. Also man unterscheidet eigentlich vier Hauptkategorien. Die sehen Sie hier auf dieser Seite: Kategorien Social Networking, Social Bookmarking, Blogging, Microblogging, Wikis und Data Sharing. Und ich habe Ihnen da mal so eine Übersicht gebastelt. Also für die Plattform für die allgemeine Öffentlichkeit gibt es eben Dienste, die speziell für die wissenschaftliche Zwecke sind, ne? Also wir haben Social Networking, Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing. Plattform speziell für die Wissenschaft wäre eben Academia Edu, ResearchGate. Social Bookmarking, das ist, dass man eben gemeinsam ja, also Bookmarks, also im Netz entweder Seiten markiert und Bookmarkt, fällt jetzt gerade kein gutes deutsches Wort ein, oder eben auch zusammen Literatur verwaltet. Da werden allgemeine Plattformen DIGO oder Delicious und für die Wissenschaft Zotero Mendeley, also ganz eindeutig im Hinblick auf Literatur. Blogging, Microblogging, Wikis ist klar, Twitter, WordPress sind dann Anwendungen, Blogger und für die Wissenschaft gibt es Hypothèse, das werden Sie morgen dann noch erfahren, Research Blogging, Silox. Fürs Microblogging gibt es, also für Twitter sozusagen, eine Alternative. Nur für die Wissenschaft gibt es nicht mehr. Es war mal eine am Start, aber die Netzwerke haben einfach ihren Wert auch durch die Größe und insofern gibt es da immer eine Verdichtung. Data Sharing wäre YouTube oder Flickr. Im Plattform für die Wissenschaft, SlideShare, Figshare, GitHub und Vimeo. Das ist natürlich eine idealtypische Aufteilung. In Wahrheit überschneiden die sich, wie Sie auch schon sehen, kann man YouTube ja auch genauso für die Wissenschaft nutzen und macht das auch. Bei den Plattformen als grundlegende Merkmale möchte ich noch darauf hinweisen, dass die öffentlich sein können oder halb öffentlich. Sie können nicht kommerziell sein. Für alle, die über den Internetzugang verfügen, offen oder sie können aber auch geschlossen sein und nur auf Antrag offen. Sie können sich hinter einer Paywall befinden, kommerzielle Zwecke verfolgen, Mitgliedschaften, Listen, Produkte und so weiter verkaufen, also wie das Academia Edu mittlerweile tut. Ein zweites Merkmal ist die Frage wie man sich folgt. Also je nach Plattform ist dieses Folgen entweder einseitig, unilateral, ne? Also bei Twitter zum Beispiel, dass Sie können Christian Drosten folgen, ohne dass er das genehmigen muss. Er hat nämlich ja sowieso auch Besseres zu tun in der Tat. Oder es ist eben eine Gegenseitigkeit. Also bei Facebook war das früher der Fall. Ich glaube, bei Instagram ist es noch so, bei WhatsApp. Und diese Art und Weise, wie man in Kontakt tritt, ist durchaus wichtig. Also gerade für den professionellen Umgang. Das muss taktvoll sein. Das war am Anfang ein bisschen schwierig, weil gerade für die Professorinnen, Studierende eben keine Freunde, keine Friends sein sollten auf der Plattform in Facebook. Und manche Forschenden dann eben auch zögern, solche Plattformen zu verwenden, die für den persönlichen Austausch konzipiert worden sind. Die haben im Übrigen die meisten Plattformen darauf reagiert, indem sie eben auch Abonnements anbieten, also als Newsfeed, sodass man eben nicht mehr auf diese Gegenseitigkeit baut. Ein weiteres zentrales Merkmal ist die Monopolposition dieser Plattform. Ich habe schon gesagt, dass die Attraktivität eigentlich mit der Größe des Netzwerkes auch zunimmt, je nachdem, wie viele Personen man theoretisch aus der eigenen Community erreichen kann. Desto wichtiger ist so ein Netzwerk. Und in der Regel wird die Kommunikation außerhalb der Plattform unterbunden oder ist überhaupt nicht möglich. Das kommt Ihnen vielleicht normal vor, ist es aber gar nicht, wenn Sie zurückdenken, wie E-Mails entstanden sind und die von Anfang an auf offene Protokolle gesetzt haben, sodass ich also mit meinem Hotmail-Account auch an jemanden mit dem GMX-Net-Account eine Mail schreiben kann. Und das ist durchaus ein Wechsel gewesen, dann in der Politik.
dass man das, was man in den 90er Jahren mit den Mail-Providern gemacht haben, die ja auch Konkurrenten waren, aber trotzdem auf diese Offenheit gesetzt haben, ist hier nicht mehr der Fall. Also Sie können aus Facebook keine Nachricht nach Instagram schicken, obwohl beide das gleiche Unternehmen sind. Ich glaube, das ist vielleicht auch am Auflösen, aber im Moment ist das eben alles noch geschlossen. Und das letzte Merkmal ist, dass Sie als Nutzerinnen und Nutzer eigentlich keinen Einfluss haben auf die technische, auf die organisatorische oder auf die rechtliche Entwicklung der Plattform. Also friss oder stirb, Sie können das nutzen oder eben sein lassen. Generell gilt auch, dass diese Plattform-Settings, Algorithmen, die dazu gehören, die Anwendungen, die rechtlichen Vorgaben, dass sie eben eine ganze Reihe an Möglichkeiten öffnen zur Kommunikation, aber eben auch andere wiederum schließen. Und zu beachten wäre, dass man eben nicht nur mit Informationskanälen zu tun hat, sondern auch tatsächlich mit Umgebungen, in denen wir leben, in denen die Welt nicht nur reflektiert wird, sondern diese auch generieren und hervorbringen. Also das, was sie in den sozialen Medien tun, hat auch Auswirkungen auf das reale Leben und umgekehrt. Also früher hat man diese beiden Bereiche viel stärker getrennt. Das merken Sie auch an Begriffe wie Cyber World oder alles, was mit Cyber zusammenhängt. Aber heute ist der Forschung eben klar, es gibt keine Trennung zwischen Dialog und zwischen digital und analog. Das sind keine getrennten Bereiche. Ein Posting kann bei Ihnen Freude, Ärger, Scham, Beleidigung, alles hervorrufen. Und insofern ist es wichtig, da auch auf Achtsamkeit zu plädieren. So, jetzt kommt die nächste Umfrage. Und zwar würde ich jetzt gerne von Ihnen wissen, was Ihr Hauptgrund ist, warum Sie soziale Medien nutzen. Und hier bitte nur ein Kreuz. Das ist derselbe Link. Das müsste jetzt offen sein für Sie. Genau, also warum nur ein Kreuz? Ich weiß, es ist schwer. Und die Idee ist ja auch, dass man eben Verschiedenes nutzt. Ich schalte gleich mal um, dann können Sie hier mitsehen, wie die Umfrage bei mir jetzt aussieht. Die ist gestartet, ne? Sie, okay. Läuft hier noch 30 Sekunden übrig. Hier wird runtergezählt sozusagen. Ich glaube, theoretisch könnten Sie zwei Kreuze machen, aber wie gesagt, für den Versuchsaufbau wäre es gut, wenn Sie es bei einem lassen, einfach der Hauptgrund. So. Hier wird es rot, ne? 10, 9, 8. Und dann schauen wir, zack, Ergebnisse an. Der Hauptgrund, ja, ist die Informationsgewinnung. Das ist wirklich interessant. Also wir haben hier oben 37% sind Vernetzung, 54, also ein bisschen über die Hälfte Informationsgewinnung und nur 13% für die Online-Präsenz gestalten. Das ist insofern interessant, weil das komplett der Forschungsmeinung dazu widerspricht. Und zwar die Gründe, also für die Nutzung sozialer Medien die sind einfach diese drei. Man kann alle Gründe, die Sie jetzt vorbringen können als Einzelnes, führt man auf diese drei Bereiche zurück. Also Konsum von Informationen, Partizipation, Produktion oder Selbstausdruck. Und in der Regel gilt eigentlich, dass der Hauptteil oder die Hauptnutzung ist dieser Selbstausdruck oder Selbst-PR. Wenn es bei Ihnen jetzt nicht so ist, ist es gut in der Selbsteinschätzung. Bei den anderen Umfragen, die bisher gemacht worden sind, das kam was anderes bei raus. Manche waren sehr viel größer, also über 800 Personen, die da befragt worden sind, mit 109 oder jetzt 89, die teilgenommen haben, ist das natürlich klein, aber wir sind hier in den Geistwissenschaften. Insofern ist das interessiert, ist super interessant. Merken Sie sich das, was Sie angekreuzt haben? Das ist deswegen auch wichtig für Ihre eigene Strategie, wenn Sie sich das überlegen. Soziale Medien kosten Zeit. Da haben die meisten Forschenden auch eine pragmatische Einstellung und verwenden die im wissenschaftlichen Alltag eigentlich auch nur, wenn sie einen konkreten Nutzen sehen. Also Sie haben das vielleicht, wenn Sie aktiv sind, das auch schon öfter gehört, dass die Leute sagen, ach, dafür haben sie Zeit. Die Statistiken für innerhalb der Wissenschaft, je nach Fach und Disziplin, nach Gender, nach Ort, differieren sehr, sehr stark. Aber einstimmig kommt dabei raus, dass sich die Forschenden ihre sozialen Medien und die Plattform ganz bewusst aussuchen und individuelle Strategien natürlich entwickeln, aber auch sehr, sehr unterschiedliche Motive dabei haben.
Also unter die drei großen Bereiche, die wir jetzt gesehen haben, gehört halt beispielsweise Ideen, Forschungsinhalte teilen, diskutieren und verbreiten, höhere Zitationsraten erhalten. Na, das ist erwiesen, dass wenn Sie über Ihre Artikel twittern, dass die sowohl eine größere Download- als auch eine höhere Zitationsrate erhalten. Dass Sie sich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf der ganzen Welt, die zu ähnlichen Themen arbeiten, vernetzen können, die aber auch, oder auch ähnliche Werte teilen, ne? Können in Kontakt treten, Kooperationen anstoßen. Und obwohl soziale Medien eine wichtige Rolle spielen fürs Networking und auch für den Aufbau und Pflege einer eigenen Community, sind die sozialen Aspekte in der Wissenschaft eigentlich sehr viel weniger ausgeprägt als in der nicht-akademischen Welt. Also es geht nicht so darum, schon um Vernetzung, aber weniger darum, eben sozial miteinander in Kontakt zu bleiben, sagt die Forschung. Mir ist es auch, für mich ist das ein wichtiger Aspekt, weil die sozialen Medien werden ja auch so als informelle Kommunikation, werden dafür ausgiebig genutzt, ne? Wie die berühmten Diskussionen vor dem Kaffeeautomaten, wo man zufällig vorbeikommt. Gerade für räumlich entfernte Teams, die nicht zusammen sind, sind die sozialen Medien oftmals das soziale Schmiermittel für den Zusammenhalt, weil man eben in Echtzeit sich austauschen kann in einem täglichen virtuellen Chat, der halt offen ist. Für viele Forschende spielt eben eigentlich die Rolle, die digitale Identität zu managen. Das ist ja auch ein wichtiger Bereich. Also, dass wenn man sie googelt, dass man sie dann auch in einem wissenschaftlichen Zusammenhang irgendwo in diesen sozialen Medien findet. Also man kreiert eine eigene Online-Persona. Und das ist gerade auch für junge Forschende wichtig, die am Beginn ihrer Karriere eben vielfach Arbeitsplatz wechseln und dann irgendwo eine Webseite haben, aber dann halt umziehen und die nirgendwo einen richtigen Platz haben, wo alles gesammelt ist. Wenn sie keine institutionelle Anbindung haben, ist das eben sehr schwer. Und die sozialen Medien können ein Mittel sein, um die Informationen über ihr akademisches Leben an einem Ort zu sammeln und zu präsentieren und damit auch vollständig zu haben. Etwa also ein Blog, wo sie auch ihren CV haben. Das sind dann Online-Visitenkarten quasi. Und mit denen sie auch ihre wissenschaftliche Identität konstruieren und zeigen. Und das Konstruieren ist schon wichtig, weil sie sich ja ganz genau überlegen oder überlegen sollten, also mindestens drei Dinge oder ein Bewusstsein haben, einmal für die möglichen Öffentlichkeiten, die sie erreichen, dann die eigene Online-Präsenz, was sie sagen wollen, was sie nicht sagen wollen, was sie löschen, mit wem sie sich verbinden, was sie vielleicht taggen oder liken und wann sie auch was privat halten. Das sind einfach die Fragen, mit wem sie was teilen, wie sie es präsentieren. Das sind wichtige Fragen und die sollten sie eben ganz bewusst auch beantworten können. Ja, dann kommen wir zur nächsten Umfrage. Und zwar diesmal eben, was ist der Grund, was ist Ihr Grund? Und auch hier bitte nur ein Kreuz, warum Sie soziale Medien nicht nutzen oder halt, nee, das ist nicht, habe ich die falsche Umfrage gestartet. Die hatten wir schon, halt nichts, machen Sie nichts. Jetzt muss ich die stoppen. Oder kann ich einfach hier nicht nutzen? Zack, ich versuche es mal so. Das scheint geklappt zu haben. Also auch wenn Sie sie nutzen, sagen Sie mal, was war der Haupthinderungsgrund oder der Hauptgrund, warum Sie gesagt haben, ha, ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich machen will. Das haben wir, also haben wir, glaube ich, alle gehabt. Also es gibt wahrscheinlich kaum jemand, der von Anfang an gesagt hat, ja super, ich mache das, habe überhaupt keine Bedenken. Ich habe ein paar Sachen Ihnen also vorgeschlagen, gibt natürlich auch da eine Unzahl, aber mich würde mal interessieren, was hier die versammelte Crowd quasi denkt. Bitte nur einen, habe ich das gesagt? Also wenn Sie jetzt schon zwei gemacht haben, ist nicht schlimm, aber bitte nur einen Grund. Gibt irgendwie deutlichere Ergebnisse. So, noch 10 Sekunden. Sie sehen die rote Zahl. Eigentlich ganz witzig, ne? Sind wie im Fernsehen. 2, 1, Ende. Und die Ergebnisse. So, dann schauen wir mal hier. Zeitverlust ist ganz oben mit 48%. Informationsüberflutung ist wichtig mit 30% an Platz 2. Missbrauch, Privatsphäre und fehlende Qualitätskontrolle, ja. Auf Platz fast gleich, also mit 22 und 23% auf Platz 3. Und weniger, also anderes ist bei 13, ja, das wäre natürlich interessant. Vielleicht, das können Sie auch gerne als Kommentar in den Chat schreiben, warum, was das andere ist. Wenn so viele anderes haben, dann muss da nochmal irgendwie was Großes sein. Also wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie es machen würden.
Und dann haben wir Online-Mobbing, ach so, Plagiate gar nicht. Das ist auch interessant. Das ist nämlich oftmals ein Grund, der ganz stark angegeben wird bei den Forschenden, dass sie eben Angst haben, dass ihre Arbeiten plagiiert werden, dass sie ihre beste Idee schon weggeben und dann jemand anderes die Doktorarbeit dazu schreibt beispielsweise. Aber das ist interessant, dass das hier nur so ein wenig ist. Und Online-Mobbing mit 10% würde ich jetzt auch denken, dass es wenig ist, aber vielleicht finden Sie es auch viel. Das ist vielleicht auch dann eine Frage der Einschätzung. Gut, das haben wir gerade gemacht, genau. Also sind eigentlich die Hauptgründe, die meistens genannt werden in den Umfragen. Also der Zeit, das haben Sie ja auch gesagt, der Hauptgrund, ne? Der Return on Investment ist einfach unklar. Was bringt mir das tatsächlich zurück? Ich habe es am Einsatz eingangs gesagt, Karriereschritte, vor allem in den Geisteswissenschaften, da geht es um Monographien und um Peer Review. Und auch wenn man im Blog eine viel höhere Aufmerksamkeit erreichen kann und eine viel höhere Leseanzahl, gibt es einfach nur begrenzte Reputation. Also es ist wirklich die Frage, was man erreichen will. Dann natürlich also ich sag mal, scheinbar fehlende Qualitätskontrolle, denn es gibt ja eine Qualitätskontrolle beispielsweise über Kommentare, die Angst, vor allem den eigenen Kern schon zu früh wegzugeben, sich die Ideen klauen zu lassen, das spielte bei Ihnen jetzt gar nicht unbedingt eine Rolle. Aber die, auch Angst vor unseriösen Kommentaren oder vor Hate Speech und die Scheu auch, also vor den Mühen, die es einfach doch kostet, wenn man Forschungsergebnisse für ein größeres Publikum aufbereitet. Also wenn Sie nicht nur innerhalb der Peers kommunizieren wollen, sondern vielleicht auch sagen, ich möchte meine Ergebnisse oder das, was ich mache, mit einem größeren Publikum teilen. Und das kostet einfach Zeit und auch Mühe. Und das wollen nicht alle Hate Speech Shitstorm. Vielleicht ist das auch der Grund. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der Aufzählung der Gründe mit hatte. Jetzt kommt hier die Eingabe, Distanz zur Arbeit, Trennung, Arbeit und Beruf. Ja, okay. Als einen Grund. Wenn Sie noch weitere haben, schreiben Sie die gerne mit in den Chat. Ja, diese Ängste, die ja auch absolut ihre Berechtigung haben, die sind eigentlich verbunden, nach Jan-Henrik Schmidt hat das mal ganz gut aufgezeigt, mit vier Charakteristika von digitalen Netzmedien, die sich genau eigentlich darauf wieder zurückführen lassen. Und zwar ist die Kommunikation in digitalen Medien persistent, also dauerhaft. Also Stichwort, das Internet vergisst nichts. Sie können natürlich auch Tweets löschen, aber Sie haben auch schon gelöschte Tweets gesehen, wo jemand einen Screenshot gemacht hat oder die ID hatte und die tauchten wieder auf. Also das ist einfach eine Angst. Was ich da einmal publiziert habe, das ist da immer. Dann digitale Daten können einfach kopiert werden. Das ist eben die Sache mit dem Plagiat. Also kann ja jeder sich daraus bedienen. Die Menge an Online-Informationen ist potenziell unbegrenzt. Also das heißt, die Informationsüberflutung und der vierte Teil, digitale Medien sind durchsuchbar. Das heißt, man findet auch alles wieder. Also es ist quasi unmöglich, das ist so ein Kontrollverlust. Es ist fast unmöglich, Informationen, die erstmal öffentlich gemacht wurde, veröffentlicht wurde, zu kontrollieren. Und das löst bei vielen Forschenden jedenfalls ein starkes Unbehagen aus. Ihnen ist es lieber, Informationen zu kontrollieren, die Sie selbst oder betreffen oder Ihre Werke betreffen, weil natürlich eben Karriere und Reputation damit eng verbunden sind. Aber man muss ja dazu sagen, das ist bei allem, was Sie veröffentlichen, genauso. Wenn Sie eine Monographie veröffentlicht haben, wenn die erstmal öffentlich ist, publiziert ist, dann haben Sie auch nicht mehr im Griff, wie darüber gesprochen wird, was für Rezensionen kommen und wie die Diskussion dann darüber läuft. Dann komme ich zu den sozialen Medien im Prozess des wissenschaftlichen Arbeitens. Das ist eine Folie von Michael Nentwich und René König über Social Network Sites, die das mal aufgeschrieben haben. Also auch idealtypisch, ne? Man sieht auch, dass die Punkte sich hier überschneiden, wo soziale Medien zum Einsatz kommen. Und sie kamen zum Ergebnis, dass sie eigentlich überall zum Einsatz kommen können, zum einen, und dass sie auch zugleich die Art und Weise, wie wir arbeiten, in Frage stellen, weil soziale Medien immer zu einem stärkeren Zusammenarbeit, zum Austausch, zum Teilen anregen. Aber von der Informationssuche über Datenmanagement, über Kooperation zur Zirkulation von Wissen, Verbreitung von Forschungsergebnissen und genauso in der Lehre tauchen soziale Medien überall auf. Also Informationen finden beispielsweise Social Bookmarking hatten wir genannt, also eine offene Zotero-Bibliografie oder Social Bibliography oder mit Hinweise aus dem Netz diese bekommen.
Wissen generieren, dass wir dann eben zusammen gemeinsam Daten analysieren über Microblogging, über soziale Netze, über Chats, über Videokonferenzen, Workspaces. Wissen verbreiten, ist klar, das sind die Blogs hier unten, aber auch Statusmeldungen, Data Sharing kann das sein. Und die haben noch einen Teil, das ist der Bereich hier der Organisation, wo es um Projektmanagement geht, um darum, Netze aufzubauen. Und hier sieht man eigentlich, dass die sozialen Medien eigentlich ein sehr großes Potenzial haben. Aber die tatsächliche Nutzungspraxis, das habe ich vorhin schon gesagt, ist eigentlich eher Selbstmarketing und PR. Also Hinweis eben auf eigene Neuerscheinungen oder auf Call for Papers oder Veranstaltungen, Stellenangebote. Und das ist auch völlig, das ist schon auch legitim, klar, das zu machen und auf das eigene Tun hinzuweisen. Ist nur interessant, dass bei Ihnen war das jetzt eben nicht der Hauptgrund. So, zum Abschluss. Ein Bereich, wo so, in dem soziale Medien zur Anwendung kommen, nämlich kuratieren und filtern. Das erscheint mir deswegen wichtig, weil wir einfach so viel Information zur Verfügung haben mit dem Internet. Das gab es zwar auch früher, also diese Flut an Informationen, darüber haben sich auch schon in den 1940er Jahren Wissenschaftlerinnen oder vor allem Wissenschaftler damals Gedanken gemacht, was zur Einführung im Übrigen der Zitationsindizes geführt hat, also diese bibliometrischen Methoden, einfach um diese Flut an Publikationen zu beherrschen. Und soziale Medien haben das jetzt nochmal ganz stark akzentuiert und sind auf der einen Seite Teil des Problems, aber auch Teil der Lösung, wenn man so will, weil sie nämlich eben über Kuratierung etwas anbieten, was zu einer zentralen Komponente des Umgangs mit digitalen Medien geworden ist. Und kuratieren bedeutet, dass jemand, Einzelperson oder auch ein Account von einer Einrichtung etwa, was auswählt, was wichtig und bemerkenswert ist, also retweetet, und so weiter und das hervorhebt und zwar zum einen für sich selber, aber auch für die Community, zu der man eben gehört. Also das Interesse der Gruppe, zu der man gehört, deswegen ist es so wichtig, sich beim Aufbau der Gruppe Gedanken und Mühe zu machen, ist, dass man eben dann auch das sieht, was die eigene Community eben mit einem teilt. Und das, was wir in den sozialen Medien lesen, ist eben einmal Teil aus dieser Community, natürlich auch, muss man dazu sagen, durch Algorithmen, durch Technik, durch Design der Plattform, die uns auch beeinflusst und auch beeinflusst, was in der Timeline angezeigt wird. Aber man bekommt eben hochgradig personalisierte Informationen, was den Wert eben dann für einen selber wieder unglaublich stärkt. Also jedes Status-Update, jedes Blogpost, jede Slides oder Bilder, die hochgeladen werden, damit sieben wir alle, wir filtern, wir sammeln, wir sortieren. Und geben damit bestimmten Themen in unserer Timeline eben eine Bedeutung. Und der besondere Wert dahinter liegt eigentlich in der Zeitoptimierung. Und zwar validieren Forschende etwas, was exzessiv vorhanden ist, also nämlich unglaublich viel Information. Das wird validiert mit etwas, was ganz rar ist und wertvoll ist, nämlich ihre Lebenszeit. Also wenn sie da sitzen und sagen, das ist wichtig, das retweete ich, da gebe ich einen Stern. Dann heben Sie eben bestimmte Dinge hervor und sagen, das ist so wichtig, dass ich das für meine Community eben speziell markiere. Und das erlaubt diese Kuratierung zugleich diese sogenannten Zufallsfunde, also diese Serendipity, also nicht erwartete Informationen, die eben bereichern und sein kann für die eigenen Forschung. Und das ist dann die letzte Folie, mit der ich ende, dass die ist von einem Hamburger Kollegen, einem Bibliothekar, Jens Wunke Steele, der das 2012 auf dem Bibliothekartag damals vorgetragen hat, nämlich der Unterschied in der Informationsgewinnung, in der Informationssuche zwischen einem Vorgehen, wenn Sie im Katalog suchen oder eben bei Twitter oder Ähnlichem. Also Sie haben auf der einen Seite im Katalog, geben Sie hier ganz oben einen Suchterm ein in die Datenbank, bei Twitter abonnieren Sie Profile oder auch bei anderen sozialen Netzen und vernetzen sich. Dann bekommen Sie im Katalog eine Ergebnisliste, die Sie durchschauen. Hier lesen Sie die Timeline. Sie sichten die relevanten Treffer, Sie schauen das an, was für Sie relevant ist. Und hier eigentlich ähnlich, Sie sichern die bewahrenswerten Treffer über Lesezeichen beispielsweise. Dann modifizieren Sie die Suche, gehen nochmal ran, werden Sie hier Verknüpfungen folgen oder auch und vor allem auch Ihren Stream pflegen. Also es gibt diesen Spruch, jeder hat immer die Timeline, die man verdient. Also wenn Sie eben
Sachen in ihre Timeline gespült werden, die nicht interessant für sie ist, dann müssen sie gucken, ob sie das irgendwie anpassen. Ganz grundsätzlich geht man eben beim Katalog da so vor, dass man einen Plan ausführt, wo man ein bekanntes Informationsdefizit hat und sagt, dazu möchte ich was erfahren. Während man bei Twitter oder in den sozialen Medien eben ungeplant Informationen bekommt. Das ist diese Serendipity, also Informationen, von der sie gar nicht wussten, dass sie sie brauchen oder dass für sie interessant sind. Und das ist eben dieses, was große Anregungen auch ausmacht. Und der Hauptunterschied ist eben die Kontrolle beim Katalog und der Kontrollverlust in den sozialen Medien. Informationen stehen verzögert zur Verfügung. Das heißt, sie müssen sie sich dann erst irgendwie besorgen, ins Archiv gehen, werden sie da die Informationen dann gleich in Echtzeit haben. Das fand ich eine interessante Folie in dieser Gegenüberstellung. Und Jens Wunke Stehle kommt dann auch zum Schluss, dass man natürlich nicht das eine durch das andere ersetzen sollte, sondern dass sie einfach beide unterschiedlich sind und zu unterschiedlichen Ergebnissen führen und man eben beides parallel anwenden soll. Hier haben Sie noch was zum Weiterlesen. Und damit schließe ich meinen Vortrag und bin gespannt auf die Diskussion. Danke mich schon mal fürs Zuhören und natürlich fürs Abstimmen und Mitmachen. Und ja, bin gespannt, was Sie jetzt für Fragen haben.